Wer mag den Anfang machen? Hallo, guten Tag. Ja, hi. Ich würde ganz gerne von euch einmal wissen, was denn das Ziel für die Saison ist. Ja, ich hatte ja schon vorher gesagt, also über Ziele am liebsten erst reden, wenn wir dann wirklich kurz vorm ersten Meisterspiel sind, weil der Kader ist immer noch nicht voll. Und ich glaube, wenn man jetzt irgendwas ins Blaue rausposaunt, wo man uns darauf festnagelt, dann macht es keinen Sinn. Deswegen lasst uns noch ein bisschen warten. Wir haben noch 3, 4 Wochen, bis das erste Spiel ist und danach kann man sich, glaube ich, dazu äußern. Ja, hi, Björn, mein Name. Du hast gerade gesagt, der Kader ist noch nicht voll. Auf welchen Positionen wünschst du dir denn noch Verstärkung? Wo sollte noch was kommen oder noch was gemacht werden? Ja, ich glaube, Wünsche kann man immer äußern, aber im Endeffekt, ja, fehlen es, glaube ich, an allen Mannschaftsteilen noch ein paar Spieler. Also, wie gesagt, Abwehr, Mittelfeld und Sturm. Ich glaube, der wird auf allen drei Positionen, wenn man die so zusammenfassen will, noch was passieren. Weil im Endeffekt haben wir natürlich auch noch 3 U17-Spieler dabei. Und da müssen wir auf jeden Fall noch mal ein bisschen tätig werden und werden wir auch. Okay, danke. An den Chris habe ich jetzt noch eine Frage. Er hat eben gesagt, mit den Zimmern. Seid ihr in Gruppen zusammen oder hat jeder ein Einzelzimmer? Würde mich auch noch interessieren. Soweit ich weiß, sind wir fast alle in Doppelzimmern untergebracht. Also jeder hat sich seinen Zimmerpartner aussuchen können oder weil man die anderen noch nicht so gut kannte, wurden die dann einfach teilweise zusammengestellt und genau, ist man immer zu zweit. Ja, schönen guten Tag. Mitch, ich habe noch mal eine Frage an dich. Ich glaube, du hast im Kicker-Interview gesagt, dass du glaubst, dass du mal ein Trainer bist, der auch hoffentlich mal ein bisschen länger in Bielefeld bleibt. Was unterscheidet dich denn von den anderen? Also warum glaubst du es, dass du es endlich mal bist? Kann ich genau nicht erzählen, was mich von den anderen unterscheidet. Ja, ich glaube, dass wenn Arminia Bielefeld irgendwann sagen wird, ja, mit mir wollen wir verlängern, dann sage ich auf jeden Fall ja, gerne. Aber bis dahin muss ich, glaube ich, erstmal ein bisschen liefern, zusammen mit der Mannschaft. Und ja, es ist halt ein Verein, wo ich halt vorher auch gesagt habe, du kommst nach Arminia und du kannst dir auf jeden Fall vorstellen, länger zu bleiben, weil das halt ein Verein ist mit extrem Potenzial. Ich glaube, wenn man da schon drumherum alles sieht, das Trainingslager, auch die ganzen Leute, die ganzen Fans, die ganzen Zuschauer. Und wie gesagt, ich war letztes Jahr, ich weiß gar nicht, 8 oder 10 Mal im Stadion und ich sage immer, ich bin Trainer, ja, definitiv, aber wenn ich so ein Spiel gucken gehe von Arminia, ich habe wirklich jedes Mal Gänsehaut gehabt, wenn da die Tribüne ein bisschen abgeht, weil man ist irgendwie dann immer noch ein Stück weit Fußballer und da geht dann echt das Herz auf. Und wenn man dann weiß, okay, irgendwann mal von so einem Verein Trainer zu sein, dann ist das das Ziel, wo man dann, glaube ich, bin jetzt, glaube ich, im 11. Trainerjahr. Wenn man mal anfängt, dann will man genauso einen Verein trainieren wie Arminia Bielefeld. Also nicht, wo dann irgendwie, keine Ahnung, 500 oder 1000 Leute kommen, sondern wenn es gut läuft, kommen dann an die 30.000. Und das ist, glaube ich, ja, was will man mehr? Also ich glaube, das ist als Antwort, glaube ich, genug. Ja, danke auf jeden Fall. Bitte, bitte. Mitch hat gerade die Zuschauer, die Fans angesprochen. Vielleicht an dieser Stelle, bevor die nächste Frage kommt, ganz kurz einen Moment, noch eine aktuelle Zahl, die wir aus Bielefeld heute bekommen haben. Wir haben inzwischen 7.300 Dauerkarten für die neue Saison verkauft. Nächste Frage aus dem Kreis der Fans, gerne. Ja, hallo, ich bin der Jürgen. Wir sehen euch ja jetzt noch auf dem Trainingsplatz. Was passiert so den ganzen Tag? Wie ist der Tagesablauf insgesamt? Das würde mich interessieren. Also der Tag beginnt natürlich mit einem guten Frühstück. Wie gesagt, das Essen ist hier hervorragend. Dann findet die erste Einheit statt. Wir fahren mit den Fahrrädern zum Trainingsgelände, genauso auch wieder zurück. Dann gibt es ein Mittagessen, hast einen Kaffeekuchen am Mittag, kannst dich aufs Zimmer legen, dich ausruhen. Und wie gesagt, wir trainieren dann sehr spät abends um 18 Uhr erst, wenn das Wetter wieder ein bisschen kühler wird. Und ja, dann steht das Abendessen an und anschließend halt Bettruhe. Okay, danke. Zwischendurch ist ja ein bisschen Zeit. Gibt es irgendwo Training im Hotel noch oder wie sieht das aus? Nee, Stand jetzt trainieren wir zweimal, also vormittags und am Abend. Und wenn da einer nochmal trainieren möchte, kann das gerne machen. Ich glaube, ich habe es nicht nötig, in den Kraftraum zu gehen. Aber da gibt es schon ein paar Kandidaten, denen würde ich das empfehlen. Okay, danke.